Bei uns ist es so, bei uns darf das Kalb bei der Mutter sein. Das Kalb ist von Geburt an bei der Mutter und das Kalb wird von der Mutter betreut und das Kalb kann bei seiner Mutter trinken, wann es will und so oft, wie es will. Du denkst, das ist ja normal, oder? Du denkst, so soll es ja sein. Aber genau so war es oder ist es fast nirgends. Es ist tatsächlich so, die allermeisten Landwirte, die trennen das Kalb von der Mutter sofort oder um wenige Stunden nach der Geburt. Für uns war das auch normal. Für uns war das normal. Das haben meine Eltern schon so gemacht. Das wurde auch aus vielleicht arbeitswirtschaftlichen Gründen, aus Gründen, weil man die Milch dem Milchwerk geben wollte und weil das einem zu schade war für das Kalb. Deshalb wurde das gemacht. Und wir haben jetzt mit unserer muttergebundenen Kälberaufzucht, haben wir erstmal weniger Milch für die Käserei Baldorf natürlich. Das kostet uns erstmal mehr, aber wir haben dafür Kälber, die wachsen sehr schnell, Kälber, die sind sehr fit und Kälber, die sind einfach glücklich, weil sie bei ihren Müttern sein dürfen. Das sind Lebewesen und eine Kuh hat Mutterinstinkte genauso wie ein Mensch und die muss man beachten.